die Epik im Naturalismus, also in erster Linie die Prosa, war geprägt von kurzen Formen. Also so kurze Kleinformen wie Skizze oder Studie wieder oder auch die Novelle und natürlich auch die Kurzgeschichte waren sehr beliebte Formen im Naturalismus und wurden deswegen ja natürlich auch dann klar vorrangig verwendet. Und Thema hier in diesen Formen war halt immer eine Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Dichter und dem Proletariat. So, und natürlich auch die Beziehung von der Großstadt zur Industrialisierung. Das war halt so Thema, die Auseinandersetzung mit diesem Thema in der Prosa. Und in der Zeit wurde zum ersten Mal eine neue Erzähltechnik verwendet. Das war jetzt eher so die Einleitung. Ich möchte jetzt ein bisschen näher auf den Sekundenstil eingehen, der so im Naturalismus sich rausgebildet hat, zum ersten Mal zum Vorschein kam. Der Sekundenstil. Und das war ein Stil, oder damit wollte man erreichen, dass man Sekunde für Sekunde Raum und Zeit abbildet. Also wirklich so präzise wie möglich, dass man auch ganz klar die Realität widerspiegeln kann. Das war das Ziel des Sekundenstils. Wir sind ja im Naturalismus, man soll alles so wiedergeben, wie es tatsächlich ist. Deswegen der Sekundenstil, die Realität soll Sekunde für Sekunde mit Raum und Zeit so präzise wie möglich wiedergespiegelt werden. Ein weiterer Stil, den man häufig verwendet hat im Naturalismus, ist der innere Monolog. Und bei dem inneren Monolog wurde aber häufig die Stilmittel vom Sekundenstil mit übernommen, weil man ja beim inneren Monolog auch alles, was in mir drin ist, quasi meine Realität so genau wie möglich wiedergeben möchte. Sekundenstil, da braucht man folgende, ich mache mal hier, um das, weil der Monolog, der innere Monolog ja auch aus dem Sekundenstil quasi besteht. Ich schreibe das hier mal hinter, damit das nicht in Vergessenheit gerät. So, was brauche ich denn für Mittel, um den Sekundenstil wirklich genau auf den Punkt zu treffen? Ich brauche eine genaue Wiedergabe der Realität. Und das ist sowohl fotografisch, also genau, also das Bild, was ich sehe, abbilden und auch die Laute. Ich schreibe mal Sounds, auch wenn es Englisch ist, aber dann kommt man da nicht durcheinander mit dem Wort Laute oder Laut. Also es geht halt um das Bild und um die Sounds, die um mich rum sind, dass ich das exakt wiedergebe, weil das ja die Realität ganz doll beeinflusst. Dann gibt es auf jeden Fall nur die personale Erzählweise, also ich, oder auch Dialoge, das geht auch. Und das trifft sich ja gut mit dem inneren Monolog hier, dass ich das nur persönlich wiedergebe. Ich muss alles mit aufschreiben, also auch wenn ich um Dialoge oder auch, ja, wenn es in erster Linie um Dialoge geht, muss ich alles wiedergeben. Also auch so Sachen wie Interaktion, weiß nicht, Wortfetze, Pausen, Dialekte, also, soll ich jetzt schreiben, Pausen, Dialekte und so weiter. Das muss also alles mit wiedergegeben werden. Ich muss zeitdeckend erzählen. Das heißt, dass die Erzählzeit gleich der erzählten Zeit ist. Und ich brauche, also das kann sich ausstrecken, ich mache mir so einen Pfeil zum Zeitlupeneffekt. Und das bedeutet, dass die Erzählzeit ist länger als die erzählte Zeit.
Das sind also die 5 oder 4,5 Stichpunkte, wie ich einen Sekundenstil mir selber zusammenbaue, die genaue Wiedergabe, alles, was um mich herum passiert, was mich beeinflusst, was ich rieche, was ich höre, vielleicht sogar auch, also riechen, wiedergeben. Ich muss auch Pausen, Dialekte mitbringen, mit einfassen und ich muss Zeitdecken erzählen, was ich hin bis zum Zeitlupeneffekt ausstrecken kann. So viel also zu einem sehr beliebten Stil des Naturalismus oder besser gesagt ein Stil, der sich erst im Naturalismus so richtig rausgebildet hat.